Das Erreichen des letzten Ziels, und das ist etwas ganz Wichtiges, weil es heute auch vielfach geleugnet wird, dieses Erreichen des Zieles kann auch verfehlt werden. Eine der schrecklichsten Irrlehren, die man aus dem Mund in Rom vor kurzem hören konnte, war, dass es gar keine Hölle gäbe und dass die Seelen der Verdammten sich gewissermaßen dann so in Luft auflösen, wenn sie ins Jenseits kommen. Das wird es nicht spielen und das wird es nicht geben, und auch ein Papst kann nicht die Hölle abschaffen. Ein Papst kann uns nur die Lehre über die Hölle vorlegen, über den Himmel, über die Sakramente, aber ein Papst kann niemals die Gebote abschaffen oder den Himmel oder die Hölle abschaffen, auch dann nicht, wenn es in den Medien zum Beifall bestimmter Kreise führt. Es gibt eine Hölle. Und das Ziel, in den Himmel zu kommen, kann verfehlt werden. Wenn wir gerade im heurigen Fatima-Jahr daran erinnern dürfen, dass die Kinder von Fatima diese Hölle gesehen haben und nach dem Anblick der Hölle so schockiert waren, dass sie kaum noch sprechen konnten, schockiert waren, traumatisiert waren, würde man heute sagen. Die Hölle existiert. Und auch wenn sie von unerleuchteten Theologen leer geredet wird, wie von einem Hans Urs von Balthasar, der behauptet, die Hölle sei leer. Sie gibt es wohl, aber sie ist leer. Nun ja, eine leere Hölle braucht niemand zu fürchten. Die Hölle ist aber nicht leer. Das sagen uns die Kinder von Fatima und das sagt uns die Tradition. Das sagen uns die Heiligen und Mystiker, die die Seelen in den Abgrund der Hölle stürzen sahen, wenn wir etwa an den heiligen Pater Pio von Pietrelcina erinnern. Es gibt in unserer Gegenwart eine interessante Forschung, die sich mit dem sogenannten Nahtoderlebnissen beschäftigt. Nahtoderlebnisse, das sind Erlebnisse von Menschen, die gewissermaßen an der Schwelle der Ewigkeit standen, deren Seelen schon im Begriff war, ihren Körper zu verlassen, die aber dann durch Reanimation noch einmal in ihren Körper zurückgekehrt sind. Und solche Erlebnisse häufen sich aufgrund auch der modernen Medizin heute mehr und mehr. Und das Interessante bei diesen Nahtoderlebnissen ist, dass sie eigentlich alle dieselben Beobachtungen gemacht haben, unabhängig davon, welcher religiösen Überzeugung diese Menschen gewesen sind. Man kann also nicht sagen, ja, das hat sich halt ein Katholik so fest eingebildet, dass er dann wirklich die Mutter Gottes oder Jesus Christus gesehen hat. Auch Juden behaupten, Jesus Christus gesehen zu haben und sich anschließend bekehrt zu haben. Oder interessanterweise Menschen, die hier auf Erden blind waren, sahen im Jenseits ihre verstorbenen Verwandten und erkannten sie. Nahtoderlebnisse sind also durchaus objektivierbare Erlebnisse, die man mit der modernen Medizin, Psychologie deuten kann, auswerten kann. Und das Interessante daran ist, dass sie sich eigentlich zur Gänze mit der überlieferten Lehre der Heiligen Katholischen Kirche decken. Wenn man in den Medien davon liest, dann heißt es in der Regel immer nur, ja, die Leute haben das sehr positiv empfunden, sie sahen ein Licht, auf das sie zugehen. Und das wird auch tatsächlich von 2/3 jener, die zurückgekehrt sind, so beschildert, so geschildert. Aber man verschweigt es meistens, dass 1/3 die Nahtoderlebnisse als schrecklich empfunden hat. Dass sie tatsächlich den Feuersee sahen, dass sie die Teufel, die Hölle sahen, obwohl sie an diese Dinge nie geglaubt haben. Dass sie von der Ferne Christus sahen, wie er an ihnen vorüberging, so wie sie ein Leben lang an ihm vorübergegangen sind und die nach der Rückkehr in dieses irdische Leben alles taten, um ein neues Leben zu beginnen. Die Hölle existiert. Und die 7 Sakramente sind dazu da, dass wir nicht in sie hineinstürzen. Unser Erdenpilgerweg wird durch die Sakramente gestärkt. Und wenn man heute sagt, was uns Katholiken von den Protestanten trennt, das sei eigentlich ganz unbedeutend, dann ist damit nichts anderes gesagt, als der, der so redet, die 7 Sakramente nicht mehr für notwendig erachtet. Denn wenn ich sage, von den Protestanten trennt uns nichts wirklich Entscheidendes, dann heißt es, die 7 Sakramente seien eine völlig unwesentliche, vernachlässigbare Größe. Aber das ist nicht wahr.
sondern sie sind das Entscheidende, was uns auf unsere irdischen Pilgerschaft nährt, schützt, reinigt, heilt, damit wir einmal Gott entgegengehen können. Deus nostrum, Deus est nobis refugium et virtus. Gott ist uns Zuflucht und Stärke. Im Griechischen würde man sagen, Gott ist ein Asyl für uns. Es wird heute sehr viel Missbrauch mit diesem Wort getrieben. Wirtschaftsflüchtlinge, Zivilokkupanten nennt man Asylanten. Ein Asylant ist jemand, der vor Krieg, persönlicher Verfolgung in einen sicheren Drittstaat flieht. Aber nicht jemand, der sich erst erkundigt, wo es die größte Mindestsicherung gibt, die höchsten Sozialleistungen und sich das Land dann aussucht. Das ist kein Asylant, das ist ein Scheinasylant. Asyl im Griechischen bedeutet einen heiligen, unter göttlichem Schutz stehenden Ort. Eine Stätte, an der gegen feindliche Verfolgung Schutz gewährt wird. Und so galten bei allen Kulturvölkern Tempel und Altäre als heilige Orte, wo man sich fliehen konnte, ebenso in der späteren Zeit die christlichen Kirchengebäude. Das, was man hier vor einigen Jahren mediengemäß inszeniert hat in der Votivkirche in Wien, das fällt nicht unter Asyl. Das ist eine Show gewesen bestimmter Kreise. Aber die Menschen, die sich dorthin flüchteten, um gefilmt zu werden und täglich in der Zeit im Bild auftreten zu können und ihre Kommentare abgeben zu können, hatten von dem eigentlichen Asylgedanken, der hier zur Sprache kommt, keinerlei Ahnung. Die Verletzung des Asylrechts galt zu allen Zeiten als Sakrileg. Und so kann auch diese Andacht zu den sieben heiligen Zufluchten, zu den sieben heiligen Asylen, wenn man so will, betrachtet werden. Wer sich gläubig und vertrauensvoll unter den Schutz der sieben heiligen Zufluchten stellt, der nimmt dem bösen Feind gleichsam das Recht, ihn zu verfolgen und zu belästigen. Wer sich zu Gott flüchtet, über den hat der Böse keine Gewalt und keine Macht mehr. Der heilige Augustinus sagt einmal das schöne Wort, dass eigentlich der Katholik den Teufel nicht mehr zu fürchten braucht. Denn er sei wie ein angeketteter Hund, und nur wer sich dem angeketteten Hund nähert und damit in seinen Laufkreis kommt, kann gebissen werden. Es wird zum Beispiel von den afrikanischen Missionaren berichtet, dass sie zu Beginn eine große Angst bei den Eingeborenen vor Dämonen, bösen Geistern vorfanden, die sich dann mehr und mehr zurückzog, als sie christlich wurden. Weil sie merkten, sie haben den Bösen nicht zu fürchten, wenn sie unter dem Schutz des dreifaltigen Gottes stehen. Und das Einzige, was wir zu fürchten haben, ist unsere eigene Abkehr von Gott. Und das ist ein Phänomen, dem wir heute mehr und mehr begegnen. Die Menschen nehmen nicht mehr Zuflucht zu Gott, sondern sie fliehen geradezu vor Gott. Sie treten die Flucht vor Gott an. Sie suchen im Halbglauben, Aberglauben, Unglauben vor Gott zu entfliehen und suchen damit dort Zuflucht, wo sie gewiss und sicher nicht zu finden ist. Ihre Angst vor der Hölle glauben jene Leute dadurch bewältigen zu können, dass sie die Hölle leugnen. Aber meine Lieben, wir können die Hölle leugnen, so oft wir wollen. Deswegen ist sie doch eine reale Größe. Schwester Lucia von Fatima sagt, die Hölle existiert völlig unabhängig davon, ob wir daran glauben oder nicht. Nicht, was wir glauben, ist realitätsschaffend, sondern wir glauben an die ontologische Realität der Dinge. Nicht aufgrund unseres Glaubens existiert ein Gott, sondern Gott existiert und wir glauben daran.
Eine Hölle existiert und wir glauben daran. Der Himmel existiert und wir glauben daran. Nicht, was wir uns ausdenken, schafft die Realität. Das ist der große Irrtum der Moderne, dass der Mensch sich seine Realität selbst erschaffen kann. Aber wie es schon im Psalm heißt, ipse fecit nos et non ipsi nos. Er hat uns erschaffen, er hat alles erschaffen. Und nicht wir uns selbst. Sie kennen alle die Geschichte des Jonas, der vor Gott und seinem Auftrag fliehen will, der vor Gott davonlaufen will und schlussendlich speit ihn das Meerungeheuer dorthin aus, wo er hingehört, um seinen Auftrag zu erfüllen, nämlich nach Ninive, weil nur er sich dieser Aufgabe entledigen konnte, die Gott ihm gestellt hat, die Menschen dort zur Buße und zur Umkehr aufzurufen. Die Flucht vor Gott ist heute auch in der Kirche angekommen. Man möchte einen Halbglauben, einen billigen Glauben, einen entschärften Glauben den Menschen präsentieren, einen Glauben, der für den modernen Menschen akzeptabel ist, der nicht mehr viel verlangt, am besten gar nichts mehr verlangt, aber alles verspricht. Heute habe ich in einem Vortrag gehört, dass man in Belgien in den Schulen keine staatliche Matura kennt, sondern jede Schule verleiht von sich aus ein Maturazeugnis. Die einen, die haben wirklich was gelernt und die anderen haben halt nur ein Blatt Papier in der Hand, das wertlos ist. Weil es natürlich nichts nützt, wenn ich ein schönes Zeugnis habe, aber nie etwas Diesbezügliches gelernt habe. Und so ist es auch hier. Es nützt nichts, den Menschen einzureden. Der Himmel wird dir nachgeschmissen, du musst nichts dafür tun. Wenn dann der Mensch in der Stunde des Gerichtes feststellen muss, dass er hier eigentlich nur betrogen worden ist. Dass man ihm Opium gereicht hat anstelle der Wahrheit. Wir müssen die Menschen heute wieder mit der ganzen Realität des Glaubens konfrontieren, mit seiner ganzen Schönheit und Herrlichkeit, die wirklich den Blick zum Himmel öffnet, aber eben auch mit den Pflichten. Eine von der Frankfurter Schule inspirierte Pädagogik hat mehr oder weniger zur völligen Verwüstung und Zerstörung unseres Schulsystems geführt und man beklagt es heute, dass es Maturanten gibt, die weder lesen, schreiben noch rechnen können. Es gibt auch Katholiken, die nach 13 oder 12 Jahren Schulunterricht keine Ahnung von ihrer Religion haben, weil man außer Simpsons geschaut oder irgendwelche nutzlosen Diskussionen geführt, nichts im Religionsunterricht mehr vermittelt hat. Und wundert sich dann, dass es eine Jugend gibt, die völlig glaubenslos ist und natürlich damit auch offen ist für Verführer aller Art. Halbglaube ist Unglaube. Aberglaube ist letztlich die Konsequenz aus dem verlorenen Glauben. Der heilige Pfarrer von Ars und auch Pius X., der heilige Papst Pius X., haben sich in ähnlichem Sinn geäußert. Nimm einem Volk den Priester und sie werden in der nächsten Generation die Bäume anbeten oder die Tiere anbeten. Es gibt heute esoterische Kreise, die umarmen Bäume, um durch diese Umarmung Kraft aus dem Erdboden zu ziehen. Es gibt Menschen, die den Mond anbeten. Es gibt solche, die sich von allen möglichen Gurus Heilslehren versprechen lassen. Scharlatanerie aller Art. Es ist alles möglich. Aber wenn jemand sagt, ich bete täglich meinen Rosenkranz, ich gehe am Sonntag oder auch möglichst werktags zur Heiligen Messe, ich halte Zwiesprache mit meinem Herrn im Tabernakel, ich besuche die Gottesmutter an ihren Gnadenorten, dann ist man von vorgestern. Aber dabei ist es gerade das, was für uns tatsächlich Zuflucht und Stärke ist. Es ist ein Meisterstück Satans, dass er den Menschen, der sich von Gott emanzipiert hat, Scheingötzen aller Art, Ersatzgötzen aller Art angeboten hat. Und noch ist in unserer Kultur
der Materialismus ein Gottes- und Religionsersatz geworden für jene, die Gott verloren haben. Aber dieser Götze bröckelt heute mehr denn je. Und wir können heute nicht sagen, ob das Geld, das wir angehäuft haben, morgen noch irgendeinen Wert haben wird. Und was wird aus einem Volk werden, aus einer Generation werden, der man Gott genommen hat und anstelle Gottes Zisternen anwies, die ausgetrocknet sind und keinerlei Wasser führen. Nein, meine Lieben, nehmen wir Zuflucht zu Gott. Er ist allein unsere sicherste, die Urzuflucht. Und nehmen wir Zuflucht zu den heiligen Sakramenten, zum Gebet, auch und gerade für jene, die heute vor Gott fliehen, die heute von Gott nichts mehr wissen wollen, die heute Gott verloren haben, die heute gegen Gott kämpfen, die heute eine neue Weltordnung ohne Gott bauen wollen. Denn es ist an uns, dass der liebe Gott diese schändlichen Pläne zunichte macht, wenn wir ihn darum bitten und wenn wir unsere liebe Frau, die uns in Fatima den Sieg ihres unbefleckten Herzens vorausgesagt hat, in diesen Anliegen immer wieder neu anflehen und im Rosenkranzgebet darum bitten.